Hey und willkommen auf meinem Kanal und heute wieder mit einem neuen Zimmerrenovier-Video. Und zwar fangen wir an mit den Bildern für die Bilderwand, da wo noch restliche Tapete hängt. Und zwar habe ich die drei restlichen Bilder gerade schon in meiner Hand. Ich werde sie euch gleich natürlich noch zeigen und sie gemeinsam mit euch einrahmen, weil das habe ich mittlerweile auch noch nicht gemacht. Genau, dann geht's weiter damit, dass ich die restliche Tapete abkratze von der Wand, weil das muss mittlerweile ja auch mal gemacht werden. Aber irgendwie fehlt mir so die Motivation, das zu machen. Und danach werden meine Mutter und ich dann gemeinsam nach Ikea fahren. Zu Ikea. Genau, und das wird dann, denke ich mal, alles in diesem Video hier stattfinden. Aber ich zeige euch jetzt erstmal nochmal die Bilder. Ich muss sie gerade irgendwie provisorisch festhalten, weil die echt lange jetzt eingerollt waren. Auf jeden Fall ist das jetzt die Größe DIN A4 und überall ist so ein Mini-Rand, weil ich Angst habe wegen dem Rand von dem Bilderrahmen. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal das erste Bild. Dann, okay, da rollt es sich schon wieder ein. Das hier ist das zweite Chanel-Bild. Und das letzte ist dann hier. Ich habe jetzt schon hier die drei Bilderrahmen. Da werde ich jetzt gleich erstmal versuchen, die Folie abzureißen. Und ja, dann geht es auch schon direkt los, dass ich die Bilder da rein einrahme. Hier habe ich die drei Bilder und die kommen dann jetzt hier rein. Also das sind jetzt die fertigen Bilder. Also bei diesen beiden Chanel-Bildern ist jetzt hier oben und unten so ein weißer, warum sage ich immer weißer, so ein schwarzer Streifen. Aber das stört mich jetzt eigentlich nicht so. Also dass es hier so ein bisschen Rand noch ist, den man halt sieht. Ja, also eigentlich passen die sonst perfekt in die Rahmen. Also die Größe passt wirklich perfekt. Und zu den großen Bilderrahmen werden die auch wahrscheinlich richtig gut passen. Da muss ich ja, wie gesagt, nochmal wegen der Farbe gucken. Aber was mich halt stört, ist, das ist ja normales Papier. Und beim Reindrücken ging das halt so schwer. Und jetzt sind hier halt voll die Knicke im Papier. Und das stört mich halt gerade irgendwie so ein bisschen. Also klar, das ist überall so ein bisschen passiert, aber halt hier am meisten. Und ich habe Angst, dass man das aufgehangen halt wirklich dolle sieht. Und ja, ich weiß nicht. Aber sonst hat es unnormal gut geklappt. Ich bin selber so fasziniert, dass es so gut geklappt hat. Also einmal in meinem Leben habe ich mal was richtig gemacht. Ja, wie gesagt, das war die Größe DIN A4. Und ich werde sie jetzt erstmal zu den anderen Bildern legen. Wie schon erwähnt, ich kann die Bilder jetzt noch nicht aufhängen, weil ich muss natürlich erstmal die Tapete abmachen und erstmal auf der Wand Linien vorzeichnen, wie ich die dann halt gesetzt haben möchte. Das habe ich euch ja alles schon im letzten Video gezeigt, wie ich die gerne haben möchte an der Wand. Und genau, dann müssen wir noch gucken, wenn ich das angemalt habe und quasi schon so Probe gehangen habe, ob ich die Rahmen von den größeren sogar noch schwarz anmalen muss, weil die waren ja in einer anderen Farbe wie die, die jetzt vor mir liegen. So, ein paar Tage später und es gibt jetzt ein Update und zwar werde ich jetzt meine Tapete abkratzen und meinen provisorischen Schminktisch ausräumen bzw. erstmal irgendwo verpacken, denn ich fahre morgen mit meinem Freund, seinem Freund und seiner Freundin nach Hannover zu Ikea und da werde ich dann hoffentlich einen neuen Schminktisch finden, den ich mir schon gescreenshottet habe und hoffentlich habe ich Glück und ja, deswegen nehme ich euch jetzt weiterhin mit. Wir sind jetzt im Auto und auf dem Weg zu Ikea. Wir sind auch jetzt gleich, glaube ich, schon da. Also wir fahren nicht mehr so lange. Ich hoffe, ihr versteht mich. Auf jeden Fall mit am Start mein Freund, sein Kumpel, aber auch mein Kumpel und seine Freundin. Ja, auf jeden Fall sind wir gleich da und dann filme ich da hoffentlich was. Wir sind jetzt da, wie man jetzt hier schon sehen kann. Und übrigens, das ist meine Freundin, also die Freundin von dem Freund von meinem Freund. Super. Und wir gehen jetzt gleich rein
Und vorm Umtausch steht schon eine richtig große Schlange. Also ich hoffe, wir brauchen heute nicht so lange, weil wir sind halt auch an einem Samstag da. Also eigentlich richtig blöd von uns, aber naja, egal. So, wir sind jetzt schon in Ikea drinne und ich habe meinen Schminktisch auch schon direkt gefunden. Also es ist eigentlich ein Schreibtisch, aber ich nutze ihn als Schmink- und Schreibtisch. Ich zeige ihn euch mal kurz. Das Micke-Modell, das kostet, ist sogar runtergesetzt und kostet nur 60. Und der sieht halt von außen jetzt so aus. Also hat hier so eine kleine Schublade, hier eine große für Schminke und da unten noch ein paar Fächer für zum Beispiel Schulsachen oder so. Und das wird da jetzt werden. Wir schauen jetzt noch ein bisschen uns nur um wegen Dekoartikeln und generell ein paar Sachen noch. Vielleicht hole ich mir auch noch irgendwas anderes dazu, weil ich eigentlich auch so Aufbewahrungsboxen haben möchte für meine Schminke dann direkt. Und danach gehen wir dann direkt ins Lager. Ich habe mir das auch schon alles aufgeschrieben mit den begehrten Ikea-Bleistiften und dann gehen wir ins Lager und holen das und hoffen, dass es ins Auto passt, weil wir, wie gesagt, zu viert sind und ja, das wird ein tolles Tetris-Spiel, würde ich mal sagen. Zu viert duschen gehen, okay? Zu viert duschen gehen? Ja, guck, das passt doch hier, das passt noch. Ist doch nee, warte, ich komm noch mit rein. Hier und hier, dann hier so den und den an, Alter. Oh mein Gott, ist das Zimmer schön. Beautiful. Oh, wie schön ist das Zimmer. Witzig, ich habe mich voll verliebt. Alter, ich brauche diese ganzen Kissen und Decken, ne? Oh, wie schön. Ungelogen. Oh, das Zimmer ist auch richtig geil. Wir waren auch illegale Bars unterwegs hier. Ja, was kann man denn hier alles mal probieren? Boah, der Schreibtisch ist auch lit, ey. Übrigens, passend zu meinem Schminktisch habe ich gerade diesen Spiegel hier gefunden, den man halt auch noch so ausfahren kann. Ich wollte mir eh einen neuen Spiegel kaufen und der ist voll praktisch. Der kostet halt nur 5 Euro, deswegen glaube ich, nehme ich den jetzt auch nochmal mit. Aber voll geil. Tisch, Tisch. Ja. Meine Kerzen draufzustellen. Oh, das kann ich für meinen Parfum. Mittlerweile sind wir schon fast durch und sind gleich schon fast beim Lager. Aber jetzt sind wir gerade noch hier in der Dekoabteilung. Und ich bin ja hier wegen meinem Schminktisch und ich will mein Zimmer ja generell ein bisschen gräulicher jetzt gestalten. Und deswegen habe ich diese Dinger hier gefunden. Eigentlich sind das, glaube ich, Blumentöpfe, aber ich habe mir jetzt 2 mitgenommen für meine Pinsel. Ob ich die dann letztendlich benutzen werde, weiß ich nicht. Aber ich nehme sie, glaube ich, trotzdem mal mit für 1,99 €. Wir sind mittlerweile durch, auch schon mit Bezahlen. Jetzt sind wir im Fahrstuhl und jetzt fahren wir erstmal wieder zum Auto und müssen erstmal gucken, dass wir das irgendwie untergestellt bekommen. Und danach verbringen wir noch ein bisschen in der City. Und Fun Fact, es waren gerade über 900 Leute in diesem Laden. So, am Auto angekommen und der Jute-Schminktisch ist jetzt verstaut. Sieht ein bisschen gequetscht aus, aber es geht eigentlich und... Ja, jetzt fahren wir, glaube ich, noch in die Hannover Innenstadt, bummeln da noch ein bisschen und dann geht es auch schon nach Hause, den ganzen Krams aufbauen. Wir sind in der Stadt schon durch. Es ist jetzt auch, glaube ich, schon 3:30 oder so und jetzt sind Lara und ich noch bei Starbucks und haben uns beide einen Frappuccino geholt und werden den noch trinken und danach geht es auch schon zurück nach Hildesheim. Hier sind unsere Frappuccinos. Ihr Name wurde richtig geschrieben. Bei mir war klar, dass da Julia steht, aber naja, egal. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe jetzt auf der Rückfahrt nichts mehr gefilmt, weil war halt langweilig. Es ist mittlerweile schon 3:45 und wir waren auch noch ziemlich lange in der Innenstadt, waren da noch ein bisschen shoppen, waren ja wie gesagt dann auch noch bei Starbucks und jetzt sind wir wieder zu Hause mit den ganzen Sachen und da steht auch schon der neue Schrank. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass wir es heute noch schaffen, den aufzubauen, weil klar, es ist noch früh, aber wir waren jetzt den ganzen Tag unterwegs und beide dementsprechend auch kaputt und deswegen werden wir vielleicht nur die anderen Sachen abbauen und den Rest dann morgen machen. Falls wir das aber heute noch machen oder generell morgen, dann seht ihr es ja auch noch, weil das definitiv in diesem Video auch noch stattfinden wird. So, soweit habe ich das jetzt alles schon mal weggeräumt und man sieht schon, die Tapete ist auch schon so gut wie ab, nur noch da oben, wo ich halt leider nicht rankomme und eventuell dahinter noch, aber das werden wir dann gleich noch machen. Ich denke mal, wir bauen auch jetzt erstmal den Schrank auf und räumen das hier danach weg. Aber auf jeden Fall aktueller Zwischenstand. So, aktueller Zwischenstand. Der Schrank steht. Es ist noch unnormal unordentlich, genauso wie mein Bett. Das müssen wir jetzt noch über den Tag und dann halt morgen machen, weil es ist jetzt auch schon relativ spät und ja, auf jeden Fall.
Aber das ist der aktuelle Zwischenstand. Guten Morgen. Eine Nacht ist vergangen und somit ist jetzt heute Sonntag. Ich habe das Video schon so gut wie fertig geschnitten und es hat jetzt auch schon langsam die 10 Minuten erreicht. Und da ich den Tipp bekommen habe, dass ich meine Videos ein bisschen kürzer halten möchte und heute eh Sonntag ist und wir daher die Bilder zum Beispiel auch nicht aufhängen können heute, würde ich einfach sagen, war es das mit diesem Video. Und alles andere, wie es weitergeht mit meinem Zimmer, seht ihr dann in einem anderen Video. Aber ich werde auf jeden Fall euch auf den Laufenden halten. Aber fürs Erste würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!